Costa Rica, Sehnsuchtsort unter der Sonne. Ausgewandert aus Norddeutschland ins Paradies. Ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können in meinem Leben. Wenn ich morgen tot umfalle, dann habe ich alles erlebt. Der größte Unterschied ist wirklich, dass du ja mehr draußen lebst. In Deutschland hast du ja so deine vier Wände um dich und wenn du zu Hause bist, dann bist du halt drin, ne? Wie so in deiner Höhle. Und hier bist du einfach viel mehr in der Natur. Ah, ob es ein Baby hat, bitte sehen. Das könnte vielleicht ein Baby haben, weil das ein bisschen größer aussieht. Wow! Ich glaube, dass es einfach nicht jeder verstehen kann. Aber sobald man mal draußen in der Welt ist und erlebt, wie toll das sein kann, ist einfach nur der Wahnsinn, ja. Endlose Strände und tropischer Regenwald. Hinter jeder Palme und jedem Felsen ein Postkartenmotiv. Costa Rica ist die Perle Mittelamerikas, eingebettet zwischen Karibik und Pazifik. Hier suchen viele Auswanderer ihr Glück. Wir haben 5 von ihnen begleitet, rund 8000 Kilometer von Deutschland entfernt. Gandoca im Südwesten des Landes. Hier lebt Christine Figerner aus dem Ruhrgebiet. Die deutsche Meeresbiologin und ihr Mann André sind früh am Morgen am Strand, um winzige Schildkröten zu retten. Wir sind gerade auf unserem morgendlichen Erkundungsgang, um zu schauen, ob irgendwelche unserer Nester, die noch immer am Strand verblieben sind, geschlüpft sind. Das heißt also, wir versuchen das zu machen, bevor die Sonne ganz aufgeht. Wenn nämlich noch irgendwelche Babys im Nest sind, müssen die dann sofort freigelassen werden. Christine und André haben sich über die Liebe zu den gepanzerten Kriechtieren kennengelernt. Ja, ich lebe seit knapp 15 Jahren, vielleicht ein bisschen länger schon in Costa Rica, bin für die Schildkröten gekommen und für die Liebe geblieben. Von riesengroß bis winzig klein. Viele tausend Schildkröten verdanken der leidenschaftlichen Tierschützerin ihr Leben. Ja, wir haben Glück. Also es ist ein ganzes Nest noch geschlüpft die letzte Nacht. Man sieht schon die Spuren, die von dem Nest alle zum Wasser gelaufen sind. Scheint ein guter Schlupf gewesen zu sein, weil es sind etliche Fußspuren, Flossenspuren. 2014 gründeten die beiden ihre eigene Naturschutzorganisation. Wir lieben beide die Schildkröten und sammeln außerdem Plastik vom Strand auf, denn Plastik tötet viele Meerestierarten. Wir haben leider aber auch immer noch das Problem, gerade in der Karibik ist das Fleisch sehr beliebt. Das heißt, es wird in Kokosnusssoße immer noch verzehrt, was eigentlich schon seit 2002 komplett verboten ist, auch unter Gerichtsstrafe und Gefängnisstrafe steht. Aber ja. Manchmal ist es den Leuten dann doch irgendwie schlecht, schwer abzugewöhnen, weil es angeblich so lecker schmeckt. Und dann ist das andere Problem noch, dass von allen Meeresschildkrötenarten die Eier extrem beliebt sind. Also egal, wo man auf der Welt guckt, ist es so, dass die Eier als natürliches Aphrodisiakum gehandelt werden. Und ja, gerade ältere Männer sehr gerne Schildkröteneier essen. 2006 wanderte Christine, damals gerade 24 Jahre alt, aus. Seitdem kämpft sie für den Schutz der heimischen Meeresschildkröten. Auch mit Videos, die wachrütteln sollen. Achtung, der Clip hier ist nichts für schwache Nerven. Im Netz schockierte er über 100 Millionen User. Das Tier hat überlebt. Der Clip aber trug zu einem Umdenken bei Verbrauchern, Politik und Industrie bei. Heute kümmert sich Christine vor allem um die streng geschützten Eier. Die Babys hier sind jedoch schon geschlüpft. Alle bis auf eines. So, da hat er Glück gehabt hier, dass ich ihn gefunden habe. Da haben wir noch einen kleinen Struggler im Nest. Auch ein bisschen kleiner als wahrscheinlich seine Geschwister. Aber er lebt und er hat jetzt noch eine zweite Chance. Die kleine Karettschildkröte hätte es ohne Christines Hilfe wohl nicht geschafft. Ihre Geschwister sind längst in den Fluten der Karibik verschwunden. Also
nichts wie hinterher. Als ich dann das erste Mal wirklich eine Schildkröte habe nisten sehen, da war es dann wirklich so, dass ich mich Hals über Kopf in sie verliebt habe. Den Weg zum Wasser muss die Kleine ganz alleine schaffen. So prägt sie sich ihren Heimatstrand ein, damit sie in 20 bis 40 Jahren als ausgewachsene Schildkröte zurückkehren und eigene Eier ablegen kann. An der Playa Coyote im Westen Costa Ricas trifft der Pazifische Ozean auf kilometerlange Sandstrände. Hier leben seit rund 2 Jahren die Deutschen Katharin Seib und John Faber. Es riecht hier so schön nach Meer. Ja. Ja. Zurzeit haben sie Besuch aus Deutschland. Seit 4 Jahren sind die Hamburgerin und der Berliner ein Paar. Ich habe damals in Norddeutschland gearbeitet und da haben wir uns ganz klassisch über eine Dating-App kennengelernt. Genau, und dann haben wir uns getroffen und ja. Ja, das war so, dass ich in diese App geguckt habe und gesagt habe, Universum, ich gebe dir 10 Minuten, ich möchte den und den Mann bitte. Und dann kam noch in Minute 10 ist John aufgetaucht und ich dachte, okay, vielen Dank, das ist er. Und ja, dann haben wir uns getroffen. John war als Soldat stationiert und es hat einfach gut gepasst sofort. Genau. Die beiden haben in Deutschland alles hinter sich gelassen. Jetzt will sich Katharins Freundin Yvonne ein Bild von Costa Rica machen. Yvonne ist meine Freundin seit ungefähr 15 Jahren. Wir haben uns kennengelernt über meine Arbeit und ist jetzt heute Heilpraktikerin für Psychotherapie, stimmt's? Ja, genau. Ja. Ja, sie ist natürlich hauptsächlich für Urlaub hier, weil es so schön ist. Katharin und John leben in einem Bungalow direkt am Strand im Schatten großer Kokospalmen. Yvonne, hast du Lust auf eine Kokosnuss als Erfrischungsgetränk? Oh ja, super gerne. Sieht ja super aus hier. Frische Kokosnuss direkt vom Baum, was? Ja. Wahnsinn. Ist auch sehr gesund. So, perfekt. Das sieht super aus, John. Haus und Grundstück haben die Auswanderer erstmal gemietet, voll möbliert. Genau, normalerweise trinke ich halt die Kokosnüsse immer aus dem Glas oder aus dem Strohhalm. Und du kannst sie aus und willst du aus dem Glas oder aus dem Strohhalm trinken? Ich nehme gerne den Strohhalm. Okay, nice. Perfekt, danke schön. Das mache ich mal mit dem Glas so, dann halte ich das so fest. Ach, echt? Dann bin ich mal gespannt, wie das Zack, und dann drehe ich es einmal um. Zack. Und dann, voilà. Perfekt. Wow. Genau, dann können wir gerne rausgehen und, oh, ja, und draußen gerne. Vielleicht was trinken. Vielleicht am Pool setzen oder ja. So? Ja. Ja, das sind die Füße ins Wasser. Ja. Ja. Nach dem Abitur war ich für ein halbes Jahr schon mal hier in Costa Rica, um Wellenreiten zu lernen. Und das war wirklich so wunderschön, jeden Tag im Meer zu sein. Und da wollte ich mir auch schon ein Grundstück kaufen. Da haben die noch sehr wenig gekostet am Strand. Aber ich hatte kein Geld und war zu jung und dachte, ich muss in Deutschland irgendwie erstmal Fuß fassen, beruflich. Und habe das aber nie wieder vergessen. Also ich wollte die ganze Zeit nach Costa Rica auswandern. 20 Jahre hat es gedauert, bis wir es gemacht haben. Jetzt sind wir hier und ich habe es nie bereut. An der Ostküste Costa Ricas, an der Karibikseite des Landes, im Küstenstädtchen Puerto Viejo, lebt die Familie von Judith Ritz. Die Magdeburgerin war früher Leistungssportlerin. Hier in den Tropen baut sie sich mit ihrem Mann Jason und den beiden Kindern Jada und Taylor ein neues Leben auf. Kennengelernt hat sich das Paar in Johns Heimat Tobago, wo Judith damals Urlaub machte. Er war eigentlich der erste Einheimische, der mir vorgestellt wurde, von einem Deutschen, der schon 15 Jahre da gelebt hatte, über den ich Gästehaus gebucht habe und alles. Und genau, so haben wir uns dann über ein paar Tage quasi immer mal wieder gesehen, angefreundet und dann irgendwann hat es dann Klick gemacht. Nach dem Klick wurde geheiratet und die Familie gegründet. 12 Jahre lebten sie in Deutschland, dann sollte eigentlich Jasons Heimat Tobago ihr neues Zuhause werden. Doch wegen Corona waren dort die Grenzen dicht.
Kurzerhand zog die Familie stattdessen ins nahegelegene Costa Rica. Wir wollten hier eigentlich nicht bleiben. Wir wollten hier 2-3 Monate schauen, mal, wie lange es dauert, bevor die Grenze in meiner Heimat aufgeht und dann weitergehen. Aber nach 10 Tagen habe ich zu Judith gesagt, ja, ich weiß nicht von dir, aber ich bleibe einfach hier. Ich gehe nicht nach Deutschland und ich gehe nicht nach Trinidad Tobago. Ich bleibe hier. Für Judith war die Entscheidung ein Glücksfall. Der 39-Jährigen gefällt die entspannte Lebensart. Und es gibt hier viele Zugewanderte aus Deutschland und aller Welt, die ihr die Eingewöhnung erleichtern. Trotzdem war so manches eine ganz schöne Umstellung. Man lässt sich darauf ein, dass man hier weniger Konsumgesellschaft hat als in Deutschland. Ein paar Sachen gibt es hier gar nicht. Da musst du halt irgendwie vielleicht 60 Kilometer weiterfahren. Gerade als Frau, wenn du mal ein bisschen Make-up kaufen willst, was auch schön aussieht, musst du halt echt 60 Kilometer weiter nach Limón fahren. Und kannst hier nicht einfach irgendwo in den nächsten Supermarkt gehen, wo da eine Schminkabteilung ist. Gibt's hier nicht. Das Leben ist einfach. Judiths Mann Jason arbeitet zurzeit als Gärtner. Viel Spaß. Wenn er aus dem Haus ist, verbringt Judith viel Zeit mit ihren Kindern, dem 7-jährigen Taylor und der 5-jährigen Jada. Die beiden lernen Spanisch in der Schule. Samstag ist kein Unterricht, da unternehmen sie gern etwas mit ihrer Mutter. Für die Kinder war das erstmal eine Umstellung natürlich. Das ist gerade für einen. Nee, andere Seite noch. Gerade für einen Tyler. War das schon eine Umstellung mit weg vom Kindergarten, weg von Freunden und so, ne? Weil der war ja schon 5,5. Und natürlich gibt es manchmal auch Herausforderungen, ne? Gerade wenn jetzt mal ist, oh, wir vermissen Deutschland oder wir vermissen den Schnee und wann kommt denn die Oma wieder? Solche Sachen. Aber ich glaube, es ist ganz normal. Es geht dem Kind in Deutschland, glaube ich, genauso. Okay, so, jetzt bist du schick. Neue Freunde haben die Kinder bislang kaum. Noch ist vor allem die Sprache ein Hindernis. Für Abwechslung im Alltag sorgt darum Judith. Mit Ausflügen in den Regenwald will die 39-Jährige ihren Kindern die neue Heimat näher bringen. Die Wasserfälle bei Changuinola, ein magischer Ort. Wenn überhaupt, kommen meist nur Einheimische hierher. Ja, das ist ja einer unserer Geheimtipps quasi, so ein Wasserfall. Hier hat man vor allem unter der Woche echt gute Chancen, dass man hier den Pass für sich alleine hat. Und man kriegt ja auch eine richtige Abkühlung, weil das Meer, das ist ja oftmals badewannenwarm. Und hier ist halt kühl. Ja, gerade heute ist es richtig kalt. Ja, ist kalt. Früher lebte die Familie mitten in München. Die Umstellung fällt den Kindern manchmal noch schwer. Also ich versuche schon einmal die Woche mindestens irgendeinen Ausflug mit den Kindern zu machen. Dass man mal an einen anderen Strand fährt, zum Wasserfall oder mal eine Shoppingtour macht oder so. Dass man einfach mal immer ein bisschen Abwechslung wieder hat. Soll ich dich reinschmeißen? Mach mal einen kurzen Prozess. Auf der anderen Seite des Landes, im Westen, an der Pazifikküste, ist der Dschungel wild und fast unberührt. Hier fließt der Rio Naranjo über Felsen und durch enge Schluchten. Ein beliebter Spot fürs Wildwasser-Rafting. Besucher und Einheimische kommen gern hierher. Auch die deutsche Auswanderin Amelie Wittmann aus Stuttgart, die ganz in der Nähe in einem kleinen Dorf lebt, ist hier regelmäßig, um Action zu erleben. Costa Rica ist auf jeden Fall ein Land für Abenteurer, ganz einfach. Man muss nicht mal groß irgendwie eine Tour buchen oder Leute kennen. Man kann einfach schon in den Dschungel laufen und dort die Faultiere entdecken und die Vögel und Papageien. Also es gibt wirklich Abenteuer nonstop überall um einen rum, ja. Seit knapp einem Jahr lebt die 29-Jährige in Costa Rica. An die lockere Lebensweise der Einheimischen hat sie sich schnell gewöhnt. Die sogenannten Ticos haben dafür auch ein Motto. Oder wir.
Ich glaube, das Pura Vida ist hier so ziemlich alles. Wenn man jemanden fragt, na, wie geht's dir? Pura Vida. Das heißt, hey, ich habe einen super coolen Tag und jeder Tag ist super cool. Pura Vida heißt, kein Stress. Also es ist wirklich so einfach ein Lebensgefühl, würde ich sagen, ja. Das mittelamerikanische Land ist kleiner als Bayern. Der größte Teil besteht aus Dschungel. Nur rund 5 Millionen Menschen leben hier. Die deutsche Auswanderin fühlt sich willkommen. Anstatt Urlaub zu machen, hat sie sich einen Job besorgt und arbeitet in einem Strandhotel. Für ein kleines Gehalt und freie Kost und Logis hilft sie aus, wo immer sie gebraucht wird. Auf diese Weise hat sie vorher schon viel von der Welt gesehen. Das ist wirklich die allerbeste Möglichkeit, Länder zu entdecken und neue Plätze zu entdecken und ja, einfach wenig Geld dabei auszugeben, aber auch sehr, sehr viele Locals kennenzulernen, also die Einheimischen. Und von daher mache ich das jetzt schon seit einigen Jahren und ich liebe es. Ihr neues Zuhause Dominical ist vor allem bei US-amerikanischen Touristen beliebt. Deswegen kommt Amelie hier auch mit Englisch gut zurecht. How are you? Do you have a reservation? Yes. Yes, please take a seat. I'll have a look. Please fill in this form for me, so we can complete your check-in. Also mein Spanisch wird jeden Tag ein bisschen besser und ich versuche echt jeden Morgen mit einem meiner Sprach-App ein bisschen Spanisch zu lernen. Weil jetzt ist schon noch manchmal mit Händen und Füßen, aber es funktioniert, also es klappt. Okay, please follow me. Can I take your suitcase for you? Dominical ist ein beliebter Spot fürs Surfen. Eine weitere Leidenschaft von Amelie. Die Weltenbummlerin will sich deshalb auch noch einen Job als Surflehrerin suchen. Zurück zur anderen Küstenseite des Landes, an die Karibik, zur Schildkrötenretterin Christine. Seit ihrer Hochzeit mit dem Costa Ricaner André vor 12 Jahren gehört die deutsche Auswanderin fest zur Familie. Das sind hier meine 2 Nichten und das ist die Tochter von einer Nichte von mir. Kann man nicht die Ähnlichkeit hier sehen? Andres Bruder baut hier mitten im Wald ein neues Gästehaus. Das soll der Familie ein zusätzliches Einkommen bringen. Das ist das Haus meines Bruders. Wir haben hier ein Familienprojekt gestartet. Es soll sowas werden wie ein Hotel, eine private Unterkunft. Ja, der Bruder hat eine Tourismusagentur, die sich eigentlich letztendlich um Volontäre kümmert. Nicht nur Meeresschildkröten, sondern generell die im Kakao mitarbeiten, die auf den Feldern mitarbeiten, denen einfach den Leuten eine Idee gibt, wie das Leben wirklich in einem kleinen kostarikanischen Dorf stattfindet. Das Haus ist umgeben von Bananen- und Kakaoplantagen. Im Garten des Grundstücks wachsen exotische Früchte. Viele von ihnen hat die deutsche Auswanderin erst hier kennengelernt. Das ist eine Salak, heißt die. Das ist eine Palme mit Stacheln dran. Ist ein bisschen säuerlich, süßlich. Einer meiner Lieblingsfrüchte in Costa Rica. Als Christine vor fast 16 Jahren für ihre Forschung nach Costa Rica zieht, spricht sie kein Wort Spanisch. Doch schnell lernt sie die Sprache und Gebräuche des Landes und heiratet André. Heute leben und arbeiten die beiden zusammen. Alles unter einem Dach, in einem Dorf am Meer. Ja, also ich bin damals während meines Diplomstudiums, Hauptstudiums hier nach Costa Rica gekommen, hier sogar nach Gandoca. Und André war hier für einen Workshop und wir waren am Anfang einfach nur gute Freunde. Er hat mir zum Beispiel gezeigt, wie ich ein Lederschildkrötennest zu buddeln habe. Und irgendwann wurde aus der Freundschaft ein bisschen mehr, eigentlich erst, als ich nochmal wiedergekommen bin, dann für meine Diplomarbeit. Und dann kam irgendwann der Punkt, ich glaube, wo wir uns entscheiden mussten, ob das jetzt wirklich was Ernstes ist oder einfach nur so ein, keine Ahnung, so ein Fling. Und wir haben uns dann entschlossen, wirklich zu heiraten, was wirklich nie auf meinem
Lebensplan irgendwie stand. Und in der Zwischenzeit sind wir aber schon 12 Jahre verheiratet. Mit André plant die 40-Jährige ihre private Zukunft. Ob die beiden auch beruflich für immer in Costa Rica bleiben, wird sich zeigen. Für immer ist ein sehr großes Wort. Also für immer, da kriege ich Schnappatmung. Im Moment ist es total in Ordnung, aber ich möchte mir selber die Option lassen, irgendwo anders auch mal hinzugehen. Also wir hatten schon mal überlegt, nach Australien zu gehen zusammen. Ich hatte sogar mal überlegt, ob ich irgendwie eine wissenschaftliche Stelle in Saudi-Arabien annehme. Etwa 35 Kilometer weiter nördlich, in Puerto Viejo, zu Deutsch Alter Hafen. Hier kauft die gebürtige Magdeburgerin Judith Ritz am liebsten bei einem Obst- und Gemüsehändler ein. Die hiesigen Händler werden direkt von den Bauern der Region beliefert. Frischer geht's nicht. So, jetzt kaufen wir ein bisschen was ein für unseren Rundown, den wir heute Abend machen. Das ist ein karibischer Eintopf. Nochmal mit Kartoffeln, Yucca, Yampi, Sweet Potato, also Süßkartoffel, Kokosnüsse. Das ist Yampi. Okay, gracias. Gracias. You're welcome. Das Rezept für den Eintopf hat Judiths Mann Jason aus seiner Heimat Tobago mitgebracht. Kochen wollen sie am Abend zusammen mit Freunden, direkt am Strand. Seit die Familie vor rund 2 Jahren nach Costa Rica kam, ist sie schon mehrfach umgezogen. Jetzt aber haben sie endlich ein schönes Häuschen gefunden. Wir wohnen jetzt 2,5 Monate hier, genau, haben uns gut eingelebt und es ist halt ein typisch karibisches Haus, ja, weißes Holzhaus, klein, schnucklig. Ja, jetzt ist gerade ein bisschen Baulärm nebendran, aber ansonsten ist es sehr schön ruhig und idyllisch hier. Wenn die Kinder in der Schule sind, hat die Powerfrau Zeit für ihr Geschäft. Judith führt ein One-Woman-Unternehmen vom Garten aus. Als Unternehmensberaterin betreut sie Kunden vor allem aus Deutschland. Ich arbeite hauptsächlich online, mache da verschiedene Sachen. Also einerseits mache ich Branding, also dass man den Markenauftritt quasi erschafft. Und da arbeite ich mit verschiedenen Tools, also dass das wirklich von innen herauskommt. Und eins von den Tools ist Human Design. Das heißt, ich analysiere einen Chart und kann dir ganz viel dann zu dir selber sagen. Das ist ein Megatool, um sich selbst besser kennenzulernen. Viele ihrer Kunden sind Solo-Selbstständige, zum Beispiel Künstler, Grafiker und Designer, aber auch Finanzcoaches. Ihnen hilft Judith bei der Selbstvermarktung. Ich mache das jetzt seit 2 Jahren und kann aber trotzdem schon sehr viel rauslesen und dadurch quasi wirklich meinen Kunden helfen, sich selbst besser zu erkennen, zu verstehen, warum ticke ich, wie ich ticke, warum bin ich erfolgreich, wenn ich so mache, warum bin ich nicht erfolgreich, wenn ich so mache. Das kannst du alles da rauslesen. Auch über sich selbst hat die 39-Jährige viel Neues herausgefunden, seit sie in Costa Rica lebt. Fernab der Küsten, im Landesinneren, liegt die Hauptstadt San José mit ihren rund 350.000 Einwohnern. Eine von ihnen ist die deutsche Yvonne Jackelen. Die gebürtige Wuppertalerin hat Deutschland vor 14 Jahren den Rücken gekehrt und sich hier etwas Neues aufgebaut. Zusammen mit ihrem Mann Juan Carlos, einem Costa Ricaner. Vor 10 Jahren haben wir das Grundstück hier gekauft und haben dann angefangen, dieses Häuschen da zu bauen, ganz langsam. Und eigentlich ist er nicht ganz so glücklich mit dem Klima hier. Er mag es lieber Strand und Wärme. Aber auf die Dauer, wenn es dann beispielsweise an Sommer rangeht, dann so ist er dann doch glücklich, dass wir hier dieses absolut immer frische Luft haben von dem Nationalpark Braulio Carillo. Der Wind kommt von dort und nimmt diese ganze eventuelle Verschmutzung mit nach San José. Wir haben hier immer einen sehr hohen Sauerstoffgehalt, immer frische Luft. Und das ist ein Geschenk, wo wir jeden Morgen, wenn wir aufstehen, ja, ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß wirklich, warum ich hier bin und er auch. Das Haus steht am Hang, mehrere hundert Meter über dem Meer. Mittelpunkt des etwa 3000 Quadratmeter großen Grundstücks ist der Garten.
Früher hat sie für internationale Gewerkschaftsverbände gearbeitet, war viel unterwegs. Heute ist dieser Flecken Erde ihre Welt. Hier baut die 56-Jährige einheimische Früchte an. Also die ist jetzt zum Beispiel super reif und da sehe ich, da hat beispielsweise mit Sicherheit ein Papagei. Ich habe hier, wenn die Früchte reif sind, eine Invasion von Papageien mit allem Lärm und sonst was, aber ich genieße es. Und es gibt hier so viel, ich teile das dann auch mit denen, das ist okay. Vor ihrer Auswanderung reist Yvonne beruflich viel um die Welt, bis sie in Costa Rica wegen der Schönheit des Landes sesshaft wird. Hier lernt sie, mit dem Rhythmus der Natur zu leben. Das ist Guayaba. Ich habe die selber auch erst hier im Tropenland kennengelernt. Und dann nehme ich hier die Kerne raus. Man isst die Frucht mit Schale, mit allem. Wenn die Dinge reif sind, dann ernten wir sie und nicht, weil wir jetzt darauf bestehen, wir wollen heute Guayabasaft trinken. Wir passen uns der Natur an, in dem Sinne, die ist jetzt reif, die Frucht, und heute gibt es deswegen Guayaba. Das ist eine Lebensstiländerung, die ich gemacht habe, als ich Deutschland verlassen habe. Was ich auch immer gesucht habe, diesen Kontakt zum Rhythmus der Natur. Gemixt mit dem Gelee der Aloe-Pflanze entsteht eine süß-saure Vitaminbombe. Costa Rica ist ein wahres Schlaraffenland für gesundheitsbewusste Genießer. Die durchschnittliche Lebenserwartung hier ist genauso hoch wie in Deutschland. Und das ohne viel Hightech-Medizin. Gesunde Ernährung spielt dabei eine wichtige Rolle. Die ökologische Landwirtschaft wird hier seit Jahren gefördert. Auch Yvonne hat sich dem Bioanbau verschrieben und unterstützt einheimische Kleinbauern, die nachhaltig wirtschaften. Sie hilft ihnen beim Marketing und verwendet deren Produkte für ihr eigenes Business. Wir haben ein Catering für bewusste Ernährung, weil wir wirklich darauf achten, dass wir nur Naturprodukte nehmen, mit essbaren Blumen, mit den Kräutern, die wir hier im Garten haben. Wir bieten vor allem vegetarische und vegane Ernährung an. Das verkauft sich ohne Ende. Biotecario, es ist also nicht eine Bibliothek von Wissen, sondern ein Ort, wo das Leben gespeichert wird. Die 56-Jährige unterstützt einheimische Farmer und Gärtner. Don Roberto. Auch indem sie ihnen Jobs gibt, zum Beispiel in ihrem eigenen Garten. Da habe ich meinen Gärtner, meinen absoluten Wundermann, Don Roberto. Von den sogenannten Ticos, wie sich die Einheimischen selber nennen, lernt sie viel über die Natur Costa Ricas. Ich bin seine Zuarbeiterin. Er bringt mir tatsächlich bei, wie diese Natur hier funktioniert. Ich habe ihn beispielsweise gefragt, was kann ich jetzt hier in diesen Ecken pflanzen, damit der Boden festgehalten wird, dass er bei diesen schweren Regenstürzen, die wir hier ab April, Mai wieder haben, dass mir der ganze Boden hier nicht weggeschwemmt wird. Und er ist Nachbar. Es ist alles Nachbarschaft hier. Ja. Und er probiert auch gerne meine köstlichen Sachen aus der Küche. Yvonne hat keine Kinder. Ihre Eltern sind schon verstorben. Nur eine Schwester lebt noch in Europa. Eine neue Familie fand die Wuppertalerin hier, hoch über den Dächern von San José. Zurück in Puerto Viejo bei Judith Ritz und ihrer Familie. Am Abend wollen sie am Karibikstrand ein Barbecue veranstalten. Der Ort gilt als Hotspot der Rastafari-Szene. Judiths Mann Jason hat hier einige Freunde. Für sie wollen die Auswanderer eine Beachparty geben mit traditionellem Eintopf, dem sogenannten Rundown. Also ein bisschen karibische Küche kann ich schon. Also Rice and Beans kriege ich hin, Kochbanane gebraten. Und da mag ich am liebsten die reifen, die süßen. Ursprünglich wollte die Familie in Jasons Heimat Tobago auswandern. Doch wegen der Corona-Pandemie hatte das Land die Grenzen dicht gemacht. Sie wollten nicht warten und so gingen sie kurz entschlossen nach Costa Rica. 6 Wochen zwischen Entscheidungen. Wir gehen nach Costa Rica, bis wir los sind, waren 6 Wochen. Letzte Tag haben wir noch Sperrmüll gemacht. Ja. Also die letzten 72 Stunden in München waren hardcore. Mit 2 Tage Container packen und den letzten Tag dann noch den Rest aus der Wohnung ausräumen. Also wir waren echt durch dann. Die spontane Entscheidung haben sie nie bereut. Mittlerweile kennen sie Land und Leute und fühlen sich heimisch an der Karibikküste. Ich bin wirklich eine Karibikblume.
Ich habe das immer gemerkt, immer wenn ich in Tobago war, die karibische Sonne, das Meer, die Atmosphäre ist ganz anders. Du bist schon mal irgendwie 3 Nummern weniger gestresst, ja, weil du einfach 2 Gänge langsamer unterwegs bist. Hier ist halt eh so, ne, Pura Vida Lifestyle. Und es tut mir, deutscher Seele, echt gut, da mal ein bisschen vom Gaspedal runter, weil ich eh so eine Schnelle bin. Und von daher tut mir das sehr gut, hier zu leben. Zurück an der Westküste des Landes am Pazifik. Hier leben die Hamburgerin Katharin und ihr Mann John aus Berlin. Ihre neue Heimat ist jetzt die Halbinsel Nicoya. Die beiden sind zusammen mit ihren Tieren ausgewandert und haben gerade Besuch von Katharins Freundin Yvonne. Na, Kleine, alles gut? Wir sind auf unserem Grundstück, das, was John und ich uns gekauft haben, um hier zu bauen. Und wir haben gerade eine Baugenehmigung erhalten, die uns jetzt erlaubt, unser Haus endlich anzufangen zu bauen. Und das wird dann demnächst hier so stehen, schön mit Blick direkt über den Ozean. Ihre 3 Pferde wollte Katharin unbedingt nach Costa Rica mitnehmen. Die Reise auch für Vierbeiner ein Abenteuer. Das weiß man halt natürlich vorher nicht, wenn man so 3 Pferde aus Norddeutschland an die tropische Küste verfrachtet. Und wir haben Glück gehabt, hat gut geklappt. Die sind mit DHL verschifft worden. Das heißt, sie müssen erst nach Holland und dann von da aus nach Mexiko geflogen. Und ich weiß nicht, wo sonst noch, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht am Ende mehr genau, wo die überall waren. Aber die haben das ganz gut gemacht. Dem hier ist manchmal ein bisschen zu warm, aber die anderen beiden finden das ganz gut so. Und pro Pferd kostet das ungefähr 13.000 Euro hierher. Kinder haben die beiden Auswanderer nicht. Dafür ihre 3 Pferde, die sie täglich auf eine Weide am Ende des Strandes führen. Ich bin jeden Morgen, wenn ich hier rauskomme, so dankbar und so begeistert, dass ich das erleben darf. Also es ist wirklich ein Geschenk. Also es ist immer noch unwirklich und trotzdem weiß ich aber doch, ich lebe hier jetzt, ich darf das hier und geht nicht besser. Man ist einfach entspannter, weil man einfach jeden Tag hier rausgehen kann und so eine Weide hat und so einen schönen Strand einfach hat. John fühlt sich angekommen, nach einem abwechslungsreichen Ausbildungs- und Lebensweg. Erste Lehre Industriemechaniker, danach eine zum Heizungsbauer. Schließlich holt er sein Abitur nach und beginnt ein Studium im sozialen Bereich. Dann bin ich in Verkauf gegangen, 1,5 Jahre da, wo ich auch relativ gut war. Aber im Endeffekt war das wieder auch Druck und so weiter. Ich habe mich einfach nicht glücklich gefühlt. Und danach habe ich gedacht, ich will irgendwas Neues. Und dann bin ich halt zur Armee gegangen, also zur Bundeswehr. Bei der Marine wird der Berliner in Norddeutschland stationiert und trifft schließlich die Hamburgerin Katharin. Die arbeitet da bereits beruflich mit Pferden. Und die fressen dieses lange Gras auf, oder? Die fressen das allerdings nicht bis zum Boden ab, sondern immer so die obere Hälfte. Okay. Sieht man hier? Ja. Wunderschön. Und fressen die Pferde hier auch exotische Früchte? Also fütterst du die auch, sag ich mal, jetzt mit Melone oder Papaya, was es hier so gibt? Ja, alles. Die lieben das. Echt? Also Melonen lieben sie besonders. Wahnsinn. Die Weide liegt ganz in der Nähe des Pazifikstrandes, etwa 800 Meter vom Haus der beiden Auswanderer. Katharin ist gelernte Zootierpflegerin. Früher versorgte sie Wildtiere in einem Park bei Hamburg. Seit 2009 arbeitet sie selbstständig als sogenannte Tierkommunikatorin und Pferdeflüsterin. Ich habe jahrelang für alle Tiere gearbeitet, aber ich muss sagen, dass ich mich irgendwann, dass ich mich irgendwann entscheiden musste, weil ich einfach wirklich viel Arbeit hatte und auch nah an einen Burnout gekommen bin und festgestellt habe, ich möchte nur noch mit meinem Herzblut arbeiten und Pferde stehen mir einfach am nächsten. Also Hunde auch schon sehr. Aber Pferde haben ein größeres Bedürfnis, noch gehört zu werden. Bei Hunden fällt es den Leuten leichter zu sehen, sind die glücklich oder nicht. Aber bei Pferden, da gibt es noch so viel Aufklärungsbedarf. Die werden so viel benutzt und kaputt gemacht.
Über ihre Kommunikation mit Pferden hat Katharin ein Buch geschrieben und sie bietet Kurse an, in denen Menschen lernen sollen, Pferde besser zu verstehen. Zurück im Osten auf der Karibikseite. Hier lockt das sonnige Wetter Judith und die Kinder zu einem Ausflug an den Strand. Allerdings nicht zum Baden, denn hier sollen ganz besondere Tiere leben, hoch oben in den Bäumen. Das ist ein besonders cooler Spot, um Faultiere zu sehen. Also wir sehen mindestens in der Woche ein Faultier. Und dann sammelt sich auch immer eine Traube Touristen darum, die dann filmen und Fotos machen. Und hier sollen wohl ganz besonders viele Faultiere sein. Und jetzt schauen wir mal, ob wir welche sehen. Guck mal da, siehst du es? Siehst du es? Ja? In Costa Rica leben zwei Arten, das Zweizehn-Faultier und das Dreizehn-Faultier. Sie gelten als Maskottchen des Landes und sind streng geschützt. Ah, ob es ein Baby hat, willst du sehen? Das können wir nicht sehen. Das könnte vielleicht ein Baby haben, weil das ein bisschen größer aussieht und als ob da noch ein bisschen mehr. Das da, das linke. Judiths Kinder sind in Deutschland geboren. Wilde Tiere kannten sie früher nur aus dem Zoo. Oh, das ist so schön für die Kinder, so naturnah aufzuwachsen und das wirklich hautnah zu sehen. Ja? Die Natur, den Dschungel, die verschiedenen Tiere. Ja? Wir müssen nicht in den Tierpark gehen, irgendwie, um das zu sehen, sondern haben das einfach hier. Seit 2 Jahren lebt die gebürtige Magdeburgerin mit ihrer Familie in Costa Rica. Obwohl sie sich längst angekommen fühlt, bringen Strandbesuche wie dieser immer auch ein kleines bisschen Urlaubsgefühl zurück. Ihren Lebensunterhalt verdient Judith als Personal Coach. Sie hilft Kleinunternehmern und Solo-Selbstständigen, sich selbst und ihre Produkte besser zu vermarkten. Zum Ausgleich trifft sie sich 1 bis 2 Mal die Woche mit anderen Auswanderern zum Sport. Wir sind hier echt eine große Auswanderergemeinschaft. Ich glaube, es leben insgesamt 72 Nationen hier. Also, dass du auf Auswanderer triffst, da kommst du nicht drum herum. Wir haben tatsächlich eine gemeinsame Bekannte, sagen wir es mal so, die sie auf Reisen kennengelernt hat, die aber wiederum mit einer Freundin von mir befreundet ist. Und so habe ich vorher schon von ihr gehört, bevor ich hierher gekommen bin. Das war etwas lustig. Körperliche Herausforderungen sind Judith immer noch sehr wichtig, denn die gebürtige Magdeburgerin war früher Spitzensportlerin. Deutsche Meisterin in der Halle über 60 Meter Hürden und über 100 Meter Hürden war ich deutsche Vizemeisterin, war auch international, also bei Europameisterschaften dabei und dann im Bobfahren, da bin ich Europacup gefahren, das war so die zweite Liga, du fährst erst Europacup und dann Weltcup und da habe ich auch zum Beispiel meinen allerersten Europacup direkt gewonnen. Das war ein mega cooler Erfolg. Sportlichen Ehrgeiz hat die 39-Jährige bis heute und trainiert mit ihrem Beachvolleyballteam für die Costa Rica-Meisterschaft. Etwa 400 Kilometer Luftlinie weiter westlich am Pazifikstrand des Örtchens Dominical. Hier lebt Amelie aus Stuttgart auf gut 20 Quadratmetern zusammen mit ihrer Hündin. Das Zimmer gehört dem Hotel, für das sie arbeitet. Die 29-Jährige kam vor gut 1 Jahr mit ihrem Freund nach Costa Rica. Doch bald nach der Ankunft trennen sich die beiden. Er geht, Amelie bleibt. Das ist mein kleines, aber feines Reich. Hier wohne ich und lebe ich mit meiner kleinen Luna. Sehr bescheiden, aber ich habe es mir sehr gemütlich gemacht und ich fühle mich wohl. Und dadurch, dass ich direkt am Strand bin, ich habe sogar mehr Blick, ist es noch umso besser. Amelie ist eine echte Weltenbummlerin. Vor 7 Jahren kehrt sie ihrer Heimat den Rücken und zieht hinaus in die Welt. Also mein Entschluss, Deutschland zu verlassen, habe ich gefasst. Ganz einfach dadurch, dass ich im Reisebüro gearbeitet habe und da immer ganz viele Leute kamen und nach ihrem Urlaub kamen und mir Bilder gezeigt haben. Und ich dachte, irgendwas mache ich falsch. Alle gehen in Urlaub und ich sitze hier im Büro und ich war einfach nicht glücklich. Und dann habe ich eines Tages gesagt, okay, ich kündige meinen Job, verkaufe alles, mein Auto, Möbel und dann bin ich los. Ihre erste Station führt sie in Richtung Asien, nach Sri Lanka.
Von Sri Lanka ging es nach Indien, wo ich mich dann wirklich auch extrem in das Land verliebt habe. Das ist in Kambodscha. Da war ich in einer kleinen Schule und habe dort unterrichtet mit Kindern. Dann bin ich nach Malaysia, nach Thailand, auf die Philippinen, Indonesien, Griechenland. Bin nochmal zurück nach Thailand, habe da für ein paar Monate auf dem Boot gearbeitet. Nach Asien bereist sie Afrika. Damals arbeitet sie hauptsächlich als Tauchlehrerin. Das bin ich. Ich glaube, ich renne nicht weg. Ich renne zu meinem Ziel. Also es ist nicht, für mich ist es nicht wegrennen. Für mich ist wirklich, ich habe dieses Feuer in mir. Und wenn ich mir eine Weltkarte angucke, dann kriege ich fast schon Panikattacken, weil es noch so viel zu entdecken gibt. Vor anderthalb Jahren kommt die Weltenbummlerin zum ersten Mal nach Mittelamerika und will etwas länger bleiben, auch um surfen zu lernen. Hey guys, how's it going? What's up? Ready to surf? Nice one. Let's go. Ihre neuen Surferfreunde hat Amelie hier am Strand kennengelernt. So, das ist Carlos, mein Kumpel, Bodyboarder aus den USA. Und das ist Ian, der hat hier gerade erst dieses wunderschöne Hotel gekauft. Jahreszeiten gibt es in Costa Rica nicht. Die Tage sind immer ungefähr gleich lang. Ab 17.30 Uhr wird es dunkel. Davor ist die beste Zeit, um an den Strand zu kommen, weil die Sonne dann nicht mehr so stark brennt. Seit ich hier bin, konnte ich, glaube ich, erst zweimal surfen, weil tatsächlich sonst der Wellengang wirklich riesig groß ist. Manchmal doppelt so groß wie ein Mensch, ja. Heute aber sind die Wellen zahm und lassen sich geduldig reiten. Als Surfer hier in Dominica zu leben, heißt es, nach den Gezeiten zu leben. Das heißt, man steht mit der richtigen Tide auf und geht mit der, ja, von morgens bis abends. Man versucht, vor dem Arbeiten noch kurz surfen zu gehen, in seiner Mittagspause mal kurz reinzuspringen. Und es ist einfach nur wahnsinnig cool. Weltenbummlerin Amelie kam, um ihr Glück zu finden und lebt heute nach dem Motto Costa Ricas: Pura Vida, das Leben pur. Zurück an der Karibikseite bei Meeresbiologin Christine Figener. Ihr Mann André ist hier geboren und aufgewachsen. Seiner Familie gehört eine 2 Hektar große Kakaoplantage. Wie in den Tropen üblich, kann dort das ganze Jahr über geerntet werden. Oh, der Sieche. Super lecker. Also die Frucht selber, die kennen die meisten Leute halt gar nicht. Also wir kennen ja wirklich nur das Kakaopulver, wenn überhaupt. Ich glaube, so in der Zwischenzeit sind diese Kakaonips ja auch heiß begehrt. Aber das ist letztendlich, was halt unter der Frucht ist. Und die Frucht selber schmeckt halt ganz anders. Das ist halt dieses Schleimige. Das Fruchtfleisch. Nur die Bohne darin wird später zur Schokolade und Kakao verarbeitet. Schmeckt halt auch überhaupt nicht nach Kakao. Im schwülheißen Klima sind viele exotische Tierarten zu Hause, wie Pfeilgiftfrosch, Leguan und Krokodil. Die Gewässer sind extrem artenreich. Genau deshalb machen sich Christine und André früh am Morgen auf den Weg in eine nahe Mangrovenlagune. Hier wollen sie auf Erkundungstour gehen. Ein Leben in den Tropen, umgeben von Urwäldern und wilden Tieren. Für die Auswanderer ist es ein wahr gewordener Traum. Ah, da sind die Affen gerade im Baum. Die Lagune ist halt super schön und ruhig. Und wenn ich einfach mal eine Auszeit brauche oder, keine Ahnung, ein bisschen weg möchte von allem, dann ist es immer eine schöne Möglichkeit, einfach so, ja, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen und wirklich mal sich in die Natur zu begeben. Zusammen mit André hat Christine auch einige Zeit in Deutschland verbracht. Dauerhaft dort zu leben, können sich die beiden nicht vorstellen. No escucha los autos.
Hier hört man keine Autos, keine Motorräder, nichts. Das Einzige, was man hier hört, ist die Stille und die Umgebung des Waldes, der Tiere. Ganz anders als in Deutschland, da hört man fast überall Autos, sogar im Wald. Ich glaube, ich vermisse so eine Idee von Deutschland, die eigentlich gar nicht existiert. Das merke ich halt immer wieder, wenn ich zu Besuch bin. Das ist eigentlich man, ja, ich vermisse vor allem Freunde. Freunde und Bekannte, die haben in der Zwischenzeit alle Familie und Kinder und das ist auch total schön auf einer Seite. Aber gerade als Biologin muss ich sagen, ist es schon schöner hier zu wohnen. Auch für die Natur ist es ein Glücksfall, dass die beiden sich hier so wohl fühlen und mit Leidenschaft für den Schutz der bedrohten Meeresschildkröten kämpfen. Etwa eine Autostunde weiter nördlich besichtigt Judith ein Anwesen. Ihr Plan, ein Haus kaufen und einige Zimmer an Touristen vermieten. Dazu trifft sie sich heute mit einer Maklerin. Maja, bevor wir reingehen, was hat dieses Haus? Es hat zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und ganz hinten gibt es einen kleinen Berg. Der ist sehr schön, du wirst es lieben. Ich suche Grundstücke, um vielleicht selber ein paar Cabinas entweder zu bauen oder vielleicht gibt es schon Cabinas halt drauf, die man vermieten kann für auch ne, Touristen, Urlauber und vielleicht auch selber irgendwann mal ein eigenes Häuschen drauf zu bauen. Genau, dass einfach hier vor Ort auch einerseits Cashflow entsteht und andererseits auch einfach, ja, um auch in dem Land hier was zu investieren. Zurzeit wird das Haus noch bewohnt. Die Besitzer sind Schwager und Schwester der Maklerin. Sie wollen in die nächste größere Stadt umziehen. Es ist für ihn zu viel Land. Er ist schon fast 80 und er hat nicht mehr die Kraft, um alles instand zu halten. In Deutschland lebte Judith mit ihrer Familie in einer Münchner Mietwohnung mitten in der Stadt. Jetzt ist der Traum vom Eigenheim unter Palmen zum Greifen nah. Sieht ganz idyllisch aus, also weil mit dieser rundherum gehenden Terrasse, wenn man das schön weiß streicht oder so, da kann man echt was Schönes, Schnuckliges draus machen. Das Haus ist typisch für Costa Rica. Türen oder Fenster gibt es nicht in allen Zimmern. Dafür hat man stets frische Luft und einen freien Zugang in den Garten. Der größte Unterschied ist wirklich, dass du ja mehr draußen lebst. In Deutschland hast du ja so deine vier Wände um dich und wenn du zu Hause bist, dann bist du halt drin, ne? Wie so in deiner Höhle. Und hier bist du einfach viel mehr in der Natur. Zum Haus gehört ein großes Grundstück, rund 3000 Quadratmeter Dschungel und eine kleine Plantage voller exotischer Früchte. Ich sehe schon, es geht den ganzen Weg rauf mit ganz viel Ananas. Good. Like grapefruit. Is what? Potato. Die wächst in der Luft. Hab ich noch nie gesehen. Cool, ich wusste gar nicht, dass Kartoffeln in der Luft wachsen können. So, and it tastes like the normal potato. Und die schmecken wie normale Kartoffeln? Okay. Meine, so ein bisschen autarker Leben ist auch nicht verkehrt, ne? Wenn du ein bisschen was anbauen kannst. Meine Lebensmittel sind hier ziemlich teuer. Und nicht nur die. Costa Rica gilt als Schweiz Mittelamerikas, was die Lebenshaltungskosten angeht. Auch die Immobilienpreise haben europäisches Niveau. Die große Frage, was soll das Haus denn kosten? 810.000 wäre das alles zusammen. 3 Hektar. $30 pro Quadratmeter ist günstig, aber ne, die Menge macht es halt dann. Also so $800,000 would be the whole. Man hat ja immer Verhandlungsbasis. Ne? Meistens schlagen sie mal 50% drauf und dann kannst du noch mal vom Preis runtergehen. Ja.
Am Ende hat Judith zu optimistisch kalkuliert. Die Immobilie lässt sich nicht finanzieren. Das Eigenheim unter Palmen bleibt erstmal ein Traum. Zurück am Pazifikstrand bei Katharin und John. Im Küstenort Samara wollen die beiden Auswanderer ihrem Gast aus Deutschland noch mehr vom Land zeigen. Guck mal, hier gibt es solche Schüsseln, die ich habe. Ja, genau. Buenas. Hola. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué más venden de estas? Hamacas, maduras. No, quiero unas de estas. Die Schüsseln sind aus Guanacasteholz gefertigt, dem typischen Baum dieser Region. Viele Ticos leben vom Verkauf solcher Waren. Estas muy, muy rico, pero esta. Bonita? Tú quieres una grande. Tú quieres esta? Sí. Katharin spricht bereits fließend Spanisch. John nimmt Privatunterricht. Ich habe eine Professora, die mir Spanisch beibringt. Und da gehe ich zweimal die Woche hin, damit ich mich auch mit den, mir ist es halt wichtig, damit ich auch mit den Einheimischen sprechen kann, weil das ist eine Art von Respekt, irgendwie denen auch zu zollen, dass ich mit ihnen auch in ihrer Sprache kommuniziere. Genau. Vamos. Gracias. Gracias. Ciao, buen día. Nos vemos. Ciao. Nach dem Shopping soll Yvonne die Natur kennenlernen. Costa Ricas Regenwälder gehören zu den artenreichsten der Welt. Hier leben Jaguare, Faultiere und Brüllaffen. Ich habe mir das so gewünscht, dass ich endlich Affen sehe hier. Für Yvonne ist es ein Highlight ihrer Urlaubsreise. Für die gelernte Zootierpflegerin Katharin, die jetzt dauerhaft hier lebt, haben Tiere in Freiheit jedoch einen besonderen Stellenwert. Das war richtig ein tolles Erlebnis, als Zootierpflegerin zu arbeiten. Aber es ist nicht vergleichbar damit zu sehen, wie hier eine Familie völlig entspannt in ihrem Familienbaum sitzt. Und man merkt einfach, dass wilde Tiere, die selbstbestimmt leben, viel gesünder sind, viel fröhlicher sind. Und ich fühle mich hier, wie als wäre ich bei denen zu Gast und nicht umgekehrt, so dass die Tiere für mich irgendwo hingepfercht werden. Das ist schon tausendmal schöner als alles, was ich im Zoo sehen könnte. Vor ihrer Auswanderung reisten John und Katharin quer durch Costa Rica. In diesem Hotel auf dem Berg fiel die Entscheidung, an die Pazifikküste zu ziehen. Darum fühlen sie sich mit dem Ort bis heute sehr verbunden. Ausgewandert aus Norddeutschland ins Paradies. Also ich meine, ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können in meinem Leben, als an so einem Ort zu leben. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich morgen tot umfalle, dann habe ich alles erlebt. Manchmal kommt es einem so unwirklich vor, dass man einfach hier ist und einfach hier leben darf und kann und mit der Natur und dass wir das hier irgendwie alles geschafft haben. Wir sind ein gutes Team. Ja, zusammen. In Costa Ricas Hauptstadt San José besuchen Yvonne und Juan Carlos einen der großen regionalen Märkte. Der Mercado Municipal in Heredia ist ein authentisches Stück Costa Rica. Hier besorgt Yvonne die Sachen für ihr Catering, die ihr noch fehlen. Hier kommt das eigene Volk hin zum Einkaufen. Fleisch, Haushaltswaren, Gewürze. Es ist so wie früher, so ein Treffpunkt am Ort. Und die Produkte sind hier preiswerter und frischer als im Supermarkt beispielsweise. Die Landwirtschaft hat in Costa Rica eine große Bedeutung. Neben Kaffee, Kakao und Bananen gibt es ein riesiges Angebot an Obst und Gemüse. Also, wir haben gerade eine Bestellung fürs Catering. Die möchten geräucherte Fischfilet mit Püree und einer speziellen Fenchelsoße und so weiter. Da machen wir mal einen Beilagensalat. Und ich habe keine eigene Gurkenproduktion, Tomaten habe ich bei mir, aber mir fehlt die Gurke. Deswegen kaufe ich jetzt gerade die Gurke ein. Yvonne spricht fließend Spanisch. Unter den Einheimischen fällt die Deutsche längst nicht mehr auf. Sie kennt die Produkte und weiß, wo es Schnäppchen gibt. Sie ist eine echte Tica. Es ist eine Tica.
Besonders hier in Costa Ricas Hauptstadt ist der Unterschied zu Europa nicht so groß wie in den kleinen Dörfern im Dschungel. Die deutsche Auswanderin hatte es verhältnismäßig leicht, hier heimisch zu werden. Momentan bin ich hier und glücklich. Wir haben noch ganz viele Ideen, was wir machen wollen. Könnte auch sein, dass wir mal wieder reisen. Es gibt hier noch so viel zu entdecken, was ich genieße. Wäre nicht das Schlimmste, wenn ich hier bleibe. Yvonne und Juan Carlos haben erst spät zueinander gefunden. Als Paar genießen sie jetzt ihr gemeinsames Glück. Wieder in Dominical. Weltenbummlerin Amelie und ihre beiden Freunde haben mitten im Dschungel einen Schatz gefunden. And we are all alone today. How beautiful. In Deutschland hat Amelie viele Freunde zurückgelassen, außerdem ihre Schwester und die Eltern. Dafür kommt sie an Orte, von denen andere nur träumen. Das ist so für mich der Ausgleich. Ich schnapp mir meine Freunde und wir organisieren irgendwas Cooles und machen irgendwas, was einfach auch nochmal uns lebendig fühlen lässt. Und das ist so unser little getaway. Hier kommen wir her, wenn es mehr zu warm ist, um abzukühlen. Und egal, wann ich hier hinkomme, ist wirklich immer blau und wunderschön. Amelies neuer Heimatort Dominical ist das Hippie-Paradies von Costa Rica. Die 29-Jährige fühlt sich hier genau deswegen auch am richtigen Fleck. Hola. Ich würde sagen, ich bin zum Teil ein moderner Hippie. Nicht in allen Hinsichten, aber ich sag schon immer zu meiner Familie und Freunden, ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu spät geboren. Amelies Neugier und die vielen Erfahrungen in den unterschiedlichsten Ländern der Welt haben die 29-Jährige mehr verändert, sagt sie, als sie vor ihren Reisen hätte ahnen können. Hola. Ich war einfach noch jung, als ich da war. Und da waren mir andere Sachen wichtig. Natürlich habe ich während meiner 7-jährigen Reise sehr, sehr viel über Menschen gelernt und auch über mich und weiß jetzt, dass mir solche Connections viel, viel wichtiger sind, als Party zu machen oder shoppen zu gehen. Von daher habe ich damals einfach ein anderes Leben gelebt. Aber ich fühle mich wahnsinnig wohl hier, ja. Und das ist die Bestätigung für mich, dass ich das absolut Richtige gemacht habe, hier nach Costa Rica zu kommen und auszuwandern. Und ja, das Pura Vida jeden Tag zu genießen. Ähnlich geht es Katharin aus Hamburg. Seit sie in Costa Rica lebt, fühlt sie sich zum ersten Mal so richtig angekommen. Ich fühlte mich sowieso immer auf dieser Seite der Erde mehr zu Hause als in Deutschland, immer schon. Und jetzt weiß ich warum. Ich bin für hier gemacht.